In den heutigen News geht es um Nico Hülkenberg, Red Bull, Daniel Ricciardo und die FIA. Was genau? Das erfahrt ihr in 6 Sekunden. Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einem weiteren Video. Dass Nico Hülkenberg in der nächsten Saison so gut wie sicher kein Stammcockpit bekommen wird, ist mittlerweile klar. Es wurde bekannt, dass McLaren CEO Zak Brawn dem Deutschen ein Jobangebot vorgeschlagen hat. Er solle 2020 für McLaren fahren. Allerdings nicht in der Formel 1, sondern in der IndyCar-Serie. Das hat der 32-Jährige abgelehnt, weil er keine Ovalrennen in den USA fahren möchte. Auch der Wechsel in die Formel E oder in die WEC ist derzeit kein Thema. Es kann auch sein, dass der Emmericher ein Jahr als Test-, Ersatzfahrer bzw. Simulatorfahrer pausiert, so wie er es 2011 schon einmal machen musste. Um jeden Preis wolle er jedenfalls nicht in der Formel 1 bleiben. Dr. Helmut Marko hat gegenüber den Medien bestätigt, dass die Wahl des zweiten Fahrers für die kommende Saison spätestens nach dem Mexiko Grand Prix fallen wird. Laut seiner Aussage wollen sie noch ein bisschen warten. Nico Hülkenberg wird definitiv nicht für die Bullen fahren, da sie sich zwischen Alexander Albon und Pierre Gasly entscheiden wollen. Es gilt als unwahrscheinlich, dass Gasly nochmal ins Red Bull Team befördert wird. Daniel Ricciardo wurde im Qualifying zum Singapur Grand Prix als 8. gewertet, doch später wegen der Überschreitung der Maximalleistung der MGOK disqualifiziert. Diese hatte kurzfristig mehr Power als die maximal erlaubten 120 Kilowatt. Renault erklärte gegenüber den Stewards, dass diese Überschreitung nur geringfügig über dem Limit war und nicht bei seiner schnellsten, sondern zweitschnellsten Runde. Laut Artikel 5.2.2 war der RS19 vom Australier damit nicht den Regeln entsprechend. Er darf aber heute beim großen Preis von Singapur aus der Boxengasse starten. Zuletzt gab es Kritik an den bald eingeführten standardisierten Einheitsteilen. Nun schlägt die FIA eine sogenannte Open-Source-Alternative vor. Die Teams würden ihre Designs für einzelne Bauteile auf der FIA-Website veröffentlichen und alle anderen Konkurrenten hätten darauf Zugriff. So könnten die standardisierten Teile verringert und dennoch Kosten gespart werden. Die Einheitsteile würden die Entwicklungsarbeit einschränken und Sorgen gibt es auch bei Zulieferelementen. Die Idee der FIA würde auch neuen Teams helfen, denn sie müssten nicht sofort bei Null anfangen. Kostenersparnis und Performance-Erhöhung wären das Ziel. 2021 wird das Standardgewicht um 30 Kilogramm erhöht, auch aufgrund der 18 Zoll Räder und neueren Sicherheitsmaßnahmen. Kommen wir zu Mikes Meinung. Wenn Albon so weiterfährt wie bisher, sehe ich ihn 2020 neben Verstappen. Es ist wirklich schade mit anzusehen, dass Hülkenberg 2020 aller Voraussicht nach kein Stammcockpit bekommt. Test- und Ersatzfahrer bzw. Simulatorfahrer könnte er annehmen. Nur wo? Die Idee der FIA ist echt genial. Einer veröffentlicht etwas und alle anderen würden es dann auch an ihre Boliden bauen. Damit wären die Einheitsteile vom Tisch. Und zu Ricciardo kann ich nur sagen, sorry, Pech gehabt. Es gibt Regeln und an die muss man sich halten. Ganz egal, ob die Leistung kurzfristig oder auf einer langsamen Runde stattfand, Regeln sind da, um sich daran zu halten. Und nun ab zum Community-Kommentar. Zordix hat folgenden Kommentar unter mein Ferrari-Video geschrieben. Ich feiere das neue Singapur-Layout, da aus einem langsamen, verflochtenen Streckenabschnitt eine lange Gerade mit harter Bremszone gemacht wurde. Somit hat man statt langweiligem hintereinander herfahren auf einem Streckenabschnitt, auf dem Überholen praktisch unmöglich ist, einen Streckenabschnitt für spannende Rad-an-Rad-Duelle geschaffen. Das ist zwar richtig, was du sagst, aber wir haben uns alle mittlerweile an den Zuschauertunnel gewöhnt, den es nirgendwo anders gibt. Damit verschwindet ein interessanter und einmaliger Streckenabschnitt. Andererseits kann man in Singapur so oder so nicht wirklich überholen, womit ein schnellerer Abschnitt geschaffen wurde. Nach längerem Überlegen bin ich doch sehr unentschieden. Was meint ihr? Wenn ihr mich jetzt auch supporten wollt, liked das Video und wenn auch kein Abonnent dieses Kanals ist, abonniert diesen Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.